Ja, hi meine Lieben. Ich habe letztens ein richtig geiles Video von Saida Nails gesehen. Sie hat dann Design gezeigt und das fand ich so cool, dass ich das jetzt nacharbeiten möchte. Ich werde euch das Foto einblenden und natürlich das Originalvideo unten in der Infobox verlinken. Ich habe mit dem Larock von Rockstar Nails grundiert, mit dem Schwarz. Das ist Artikel Nummer 90080, eben das Schwarz. Deckt übrigens in einer Schicht wunderschön ab. Und zuerst habe ich das Weiß probiert mit dem Gel von Denise Ivanikov. Das war leider zudeckend und hat nicht geklappt. Jetzt werde ich es mit dem Weiß von Luck & Go versuchen. Das ist A101. Denn das Weiß muss ein bisschen, ja, ein bisschen transparenter, ein bisschen durchscheinender sein. Und es wird auf jeden Fall aufgekratzt. Ich trage mir da jetzt ganz, ganz wenig von dem Weiß auf und dann kratze ich das so richtig auf. Ich glaube, dass das jetzt schon zu viel war. Ist echt nicht einfach nachzumachen. Da sieht man Design mit Videoanleitung und trotzdem kriegt man es irgendwie nicht hin. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch da auch so geht. So, es wird ganz, ganz dünn aufgekratzt. Ich hoffe, das passt so. So, und jetzt verwende ich das Booster Gel, also das Snake Effect Gel von Color Your Nails. Das hat mir die Cordula ja mitgeschickt. Das möchte ich noch verwenden. Und dann setze ich mir einfach diese Tropfen ab. Und ich möchte das Ganze so wie auf der Vorlage eckig haben, also dass die Tropfen eckig werden. Deswegen denke ich, darf man da nicht zu viel Abstand lassen. Und ich glaube, man sollte auch nicht zu wenig Gel nehmen, dass das Ganze schön verlaufen kann. Aber muss man natürlich ausprobieren. So, gut, die Tropfen sind jetzt ein bisschen groß geworden, aber macht ja nichts. Jetzt warte ich, bis das Ganze ein bisschen verläuft, ein bisschen eckig wird. Ich finde, das sieht so cool aus. Und das Ganze so als Verlauf versuche ich natürlich auch. Also nicht als Verlauf, sondern so abgetrennt. Dazwischen kommen dann noch Steinchen hin. Das möchte ich auch versuchen. So. Ein bisschen geschwungen, so. Und dann mit so einer silbernen Linie. Irgendwie sieht das cool aus. So. Wie gesagt, nicht zu viel Abstand lassen, dass das Ganze eckig wird. Ihr könnt es natürlich auch rund machen, aber in der Vorlage ist es ja auch eckig und das möchte ich halt nachmachen. So. Irgendwie eine süße Spielerei. So. Oh ja, irgendwie cool. Das Ganze lasse ich dann auch noch ein bisschen verlaufen. Und dann lasse ich es natürlich aushärten. So sieht das Ganze jetzt ausgehärtet aus. Links gefallen mir die Pünktchen ein bisschen besser als rechts, aber das ist halt einfach Übungssache. Das war jetzt mein erster Tipp. So, jetzt habe ich hier das silberne Gel mit dem Farbcode 397 von MSE und den Striper-Pinsel. Der ist auch übrigens richtig cool von Crystal Nails. Habe ich damals bei meiner Schulung mitgenommen. So, jetzt mal gucken, ob das was wird. Ich würde das vorher immer anhärten lassen, weil wenn irgendwas ist, könnt ihr es nämlich wieder runterwischen. So. Oh ja, das sieht richtig cool aus. Versiegeln werde ich jetzt hier mit dem Twin Coat, mit dem Base and Finish Hochglanzeffekt Gel. Ist ebenfalls von
Color Your Nails und ich verwende den, weil der jetzt so ein bisschen dickflüssiger ist und natürlich auch klasse so Sachen wie Nail Art oder Einleger oder Glitzer, Effektlinien und so weiter noch mal ein bisschen einbettet, weil wenn der Versiegler dann hier zu flüssig ist, dann habe ich nachher keine gleichmäßige Oberfläche. Deswegen verwende ich hier jetzt einen dickflüssigeren. So, und direkt in den Versiegler lege ich jetzt die Steinchen ein. An der Kundin würde ich die Steinchen jetzt on top kleben, damit sie besser halten. Hier werde ich es jetzt in den Versiegler einlegen. Das sind übrigens die Steinchen auch noch von Denise, von DC Design, von Denise Ivanikov. Die kamen im Beutel. Die habe ich jetzt aber in diese kleine Box gegeben, weil es aus der Box einfach einfacher ist, das aufzunehmen, finde ich. Meistens. So. Mal so. Und jetzt lege ich da auf die Linie, also entlang der silbernen Linie, die ich gemalt habe, dann die Steinchen und dann werdet ihr sehen, wie geil das hinterher aussieht. Ja, ich habe das Ganze jetzt noch gecleanert und so sieht's aus. Ich finde es irgendwie richtig cool, also es gefällt mir echt sehr gut. Mal schauen, vielleicht so für nächsten Urlaub oder so oder vielleicht für Weihnachten, keine Ahnung. Möchte ich das Design auch auf jeden Fall probieren. Ich finde es echt nicht schlecht. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Es ist natürlich nicht so perfekt wie das Original, aber ich bin eigentlich doch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, meine Lieben, das war es jetzt eigentlich soweit. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!